Hallo liebe Schützen, wir schauen für das Kollektiv der Schützen euer Sternzeichen-Update an. Was darf ich den Schützen weitergeben? Es geht um Freundschaften, Kollegen, Kinder. Möglicherweise lernt ihr hier auch neue Weggefährten kennen. Ihr bekommt ein Geschenk von einem Freund oder ihr erkennt das Geschenk der Freundschaft. Es geht um Entscheidungen. Ihr wägt ab eure Möglichkeiten. Ich denke aber, es geht hier tatsächlich darum, einen Weggefährten zu finden oder einen besonderen Menschen im Leben zu haben, der irgendeinen Prozess ablösen kann. Also dieser Mensch ist ein Glücksbringer, einfach ein Engel auf Erden sozusagen, denn er lässt dir die Möglichkeit dazu, dass du eine alte Situation ablösen kannst, eine schwierige Situation. Hier ist etwas, das gefällt mir eigentlich sehr gut, denn die Maus in der näheren Zeit nagt ja einfach die Belastung weg, sorgt für eine Kurskorrektur bei irgendeinem Lebensthema, das sehr viel mit Stabilität zu tun hat oder mit Dingen, die man sich erarbeitet hat. Und möglicherweise geht es hier auch um Leute, die mit dem Beruf miteinander verbunden sind oder die sich was Gemeinsames erarbeitet haben durch den Beruf. Da kann es sich um ganz eingesessene Dinge handeln. Aber wir haben in unserem eigenen Haus das Haus drin. Hier ist eigentlich Stabilität, hier ist die Grundlage, die man hat, die gute Grenze. Natürlich auch die Häuslichkeit, die Umgebung. Die Umgebung bringt ja auch langfristige Erfolge mit. Ja, aus dem Umfeld kommt das Wachstum raus. Es kann auch sein, dass man seine Bereiche, die man im Leben so hat, Häuslichkeit, Arbeit, Freunde, dass man da andere Wege findet, die man mehr der Vitalität anpasst und so wieder ins Wachstum kommt. Hier kommt die Sonne. Überall, wo energiezehrende Sachen waren oder wo man sich nicht für irgendetwas entscheiden konnte, bestrahlt die Sonne hier den Baum und gibt neue Früchte und Wachstum mit, gedeihen. Kräftezehrende Zeiten, ein Weg, der Klarheit mit sich bringt. Wir haben unten noch den Klee, ne? Kann ja auch kleineres Geld sein, das sich einstellt, glückliche Momente, die wir haben. Die Seele erfreut sich wieder mehr. Wir erkennen mehr unser Lebensglück im Alltag. Ich nenne es mal Wege aus der Unklarheit. Wir dürfen mit Entschlossenheit vorangehen. Und hier unten haben wir den Flow. Wir kommen wieder in einen natürlicheren, besseren Flow. Wir sind mit im Boot und nicht im Mangel. Wir haben den abnehmenden Mond dabei, da geht es tatsächlich um Fokus auf Verwirklichung und Wachstum. Unterm Deck haben wir noch die Sonne, die haben wir hier zweimal. Spannend, ich bin Aszendent Schütze.
Es kann jetzt hier auch darum gehen, eine Situation, die speziell mit dem Arbeitsbereich zu tun hat, aufzulösen und in eine bessere Qualität zu bringen. Für alle, die nicht mehr arbeiten, ist es oder sind es die Themen, an denen ihr arbeitet. So, wir haben hier, du kannst die Vergangenheit nicht mehr zurückholen. Lebe im Hier und Jetzt und bleib deinen eigenen Träumen treu. Kreiere dir ein Leben, das dir gefällt, ne? Erschaffe Wege, die für dich machbar sind, die du gut gehen kannst, die mit dir resonieren. Hier ist nochmal das Thema Arbeit dabei, tatsächlich. Und unterm Deck haben wir noch das große Glück liegen. Hier kommt ein bisschen Tatkraft zurück. Und am Ende ist es so, dass wir das, was wir erarbeitet haben, hier ausbezahlt bekommen. Fortunas Füllhorn ist hier zu sehen auf dieser Karte. Man wendet sich wieder mehr der Sonnenseite zu. Wir haben hier auch die Triumphkarte und es ist ein Ding, wo wir unangenehme Sachen mit Erfolg und Bravour auch meistern können. Eine gute Erfahrung an sich auch, die hier liegt. Was sagen die Einhörner, den Schützen? Ja, hier ist das Thema Vergebung und Vergebung befreit einen im Prinzip selbst. Man muss da nirgends hinrennen und sagen, ich vergebe dir. Das ist ein innerer Prozess und es geht darum, dass man den eigenen Ärger in sich nicht brodeln lässt, sondern dass man den abgibt. Schön ist auch, guckt mal, unterm Deck haben wir die Entscheidungen. Die liegen hier auch in unserer bewussten Ebene, also hier überlegen wir wirklich klar, was wir wollen, wohin wir wollen. Was möchte die Seele den Schützen sagen? Die Farben des Lebens. Entfliehe der grauen Welt der Monotonie. Nimm vielleicht auch mal einen Platz ein, wo es bunt ist, schrill, wo du wieder das siehst, das Möglichkeiten mitbringt. Es geht einfach darum, das Leben bunter zu gestalten, nicht alles grau in grau zu halten. Unten haben wir noch das Thema Bildung. Hier kann sein, man interessiert sich etwas, ne? Man ist offen und neugierig auf irgendein Thema, das man braucht, um seinen eigenen Träumen und Wünschen zu folgen. Welches Kraft hier geht mit den Schützen? Die Auferstehung, der Pelikan. Hier geht ein alter Zyklus zu Ende, eine neue Reise beginnt. Man wird getragen von einem Segensstrom. Man überschreitet eine Schwelle in eine nächste Lebensphase. Und man braucht auch keine Sorge zu haben, ne, dass der nächste Schritt irgendwie nicht gelingen mag, sondern man erfährt hier sehr viel Führung auch. Es geht auch darum, nach vorne zu schauen, etwas Neues entstehen zu lassen. Neue Aufgaben, neue Menschen, neue Herausforderungen kommen hier ins Leben. Hier ist sehr viel Neues an sich, mit dem wir uns unsere Zukunft gestalten können oder ja auch Verwirklichung haben. Ne? Hier ist die Ewigkeit. Hier ist die bedingungslose Akzeptanz. Wenn hier die Auferstehung kommt, ne, und du beendest hier einen Zyklus des Lebens, dann verabschiedest du was, etwas Neues beginnt. Man kann es nicht mehr ändern und
Ja, man guckt einfach nach vorne. Man sieht auch, dass es Dinge gibt, die kannst du an sich nicht ändern. Und daraus entsteht im Prinzip etwas, was du dir neu kreieren kannst. Also jeder Abschied hat auch irgendwo einen Anfang mit drin, der neue Möglichkeiten und Wege mitbringt. Du schaffst das von den Glücksimpulsen. Das ist schon mal eine sehr motivierende Aussage. Ihr lieben Schützen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.